Organza. Gibt es ein weißeres Weiß? Das ist eine Chrysantheme, die haben Sie bestimmt noch nie zu Hause gehabt. Wir machen heute so was Festliches und wir setzen diese Diva wirklich in Scheinwerferlicht. Viel Spaß dabei und machen Sie es mal zu Hause nach. Wie schon erwähnt, geht es ja heute um die Chrysanthemum Organza. Organza, wie der Name schon sagt, ist wirklich eine Diva. Wunderschön weiß von der Farbe her. Und bevor ich jetzt anfange, verwandle ich das Gefäß. Das habe ich übrigens schon mit Erde gefüllt. Packe ich das ein bisschen ein und wie man schon so schön sagt auf Neudeutsch, ich pimpe es auf. Also ich mache was richtiges Verrücktes, damit die Diva auch richtig im Scheinwerferlicht steht. Dazu nehme ich die Wolle. Mache ich mit der Heißleimpistole hier 2, 3 Tropfen drauf. Das braucht relativ wenig. So, das Ganze auch am Schluss schon. So. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht brennt, weil das ist wirklich sehr, sehr heiß. Ich lege das hier in der Mitte vom Gefäß an. Das geben wir noch als Naturcharakter. 2 Dramen mit der Kordel drumherum. Und jetzt kommt eigentlich noch das Witzige vom Ganzen. Ich habe mir hier diese Faser ausgesucht. Das ist ein Naturmaterial, also eine Palme. Und das kann man so richtig auseinanderfusseln. Und ich lege mir das mal so auf den Tisch mit so längeren Stückchen. Und dann nehme ich so ein Leinspray. Und ich sprühe diese Faser hier ein. So. Und dann geht jetzt das Ganze nochmal unregelmäßig um diesen Topf drumherum. Und dann gehen wir um das Ganze nochmal mit der Kordel drumherum. Und jetzt können die Chrysanthemen Organza auch eingesetzt werden. Da muss man richtig aufpassen, weil sonst sind diese wunderschönen Blüten ganz schnell auch mal verletzt. Dann ist das Ganze voll. Und jetzt machen wir hier oben nochmal, dass eine Verbindung entsteht mit dieser blauen Wolle, wo wir nochmal durchgehen. Das Tolle an dem Material ist eigentlich, dass man gar nicht viel damit machen muss. Man kann es ja wirklich nur oben reinstopfen, wie ein Moos, was man eigentlich oben zur Abdeckung verwendet. Nochmal so ein letztes Stück. Das knuscheln wir ein bisschen zusammen, geben das so in die Mitte rein, dass hier die Farbe auch nochmal von oben so ein bisschen rauskommt. Als Deko nehmen wir jetzt noch diese Birkenäste. Die Birkenäste, die kann man fertig kaufen im Fachhandel, auf diese Länge geschnitten. Und ich habe mir als zweites, neben den großen, habe ich mir auch noch diese kleinen ausgesucht. Das Ganze fixiere ich mit der gleichen Kordel. Ich gehe 2, 3 Mal drum hin. Dann wickle ich das um den großen Stab und gehe hier auch so mit dem Doppelknoten das Ganze zu befestigen. Und dann sehen wir auch, wie so langsam diese Verbindung entsteht. Und ganz zum Schluss, einfach noch so als Deko von dieser Scheibe. Also das ist praktisch die Rinde von der Birke, was hier abgeschält wurde. Und die setze ich auch noch mal so zwischen rein. Da muss man einfach ganz vorsichtig sein, dass man die Blüten nicht verletzt. Und schon ist es fertig. Mal ein bisschen was anderes im Naturcharakter für diese wunderschöne Diva. Das ist die Chrysantheme Organza. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachmachen.